hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Mondo N hat den Volvo FH4 von Eugene geupdatet und er hat auch die Berechtigung dafür, dass er das weitermachen darf, denn Eugene macht ja an dem LKW nicht mehr, deshalb macht das Mondo N. So, aus dem STS-Forum übrigens, ne? Schauen wir mal, was wir alles machen können. Wir gucken jetzt mal ganz kurz die Sleeper-Variante an, dass ihr mit wisst, was Phase ist. Also hier tröten, ist eh klar. Wir haben hier, wenn ihr Backup-Sorry nutzt, dann könnt ihr hier schon sehen, was man hier alles noch machen kann, ne? On top. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr sagt, oh, will ich machen, will ich nicht machen. Aber ich glaube, so die meisten von uns nutzen Bake Accessory. Deshalb ist es natürlich, wird es Sinn machen, ne, das zu nutzen. Beim Klobetrotter ist es im Prinzip identisch. Da habt ihr hier auch diese ganzen Slots. Ihr könnt aber auch sagen, nee, ich will lieber hier die Originalen mit Hörnchen und hast nicht gesehen. Das geht natürlich ganz genauso. Interieurlicht mit Rundumleuchten ist auch klar. Wir haben hier die Spoiler-Variante mit High und mit die Roof-Spoiler-Variante mit der. Mit der Euro 6, mit dieser Lippe hier oben. Ne? Ist auch schon aerodynamisch. Bisschen spritsparend das Ganze hier, wenn es ein bisschen besser wegpfeift. Ne? Tröten ist auch wieder klar. Wir haben hier Ocean Race und Volvo FH Euro 6, Klobetrotter und alles mit dabei. Achso, Custom und dann hier nochmal lackiert, ne? Lackierte Farbe. Könnt ihr dann auch hier schauen, was ihr hier braucht. Ne? Dann gehen wir nochmal raus und schauen uns den XL an, also die ganz hohe Hütte. Da ist es, glaube ich, auch nochmal mit Backup-Accessory. Genau, gibt es beispielsweise diese Slots hier. Die sehen so aus. Und dann hier. Gibt's, ist es oben nochmal ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht warum, aber sind eigentlich nur diese zwei Slots, die sich hier oben verändern. Müsste man einfach dann ausprobieren dementsprechend. Ansonsten habt ihr die ganz normalen Bügel, die hier im Mod eh schon enthalten sind. Das sind dann die hier, ne, mit den Hörnchen. Ansonsten natürlich Low lackiert. Dann mit den LEDs. Das ist das von STS. Oder dann hier die High-Variante. Ne? Also, dass ihr da Bescheid wisst. Da gibt es aber dann keine, diese Aero-Dinger, die gibt es nur bei der mittleren Variante. Euro 5 ist dann das hier, ah ja genau, Euro 5 ist dann hier, na, hier unten, da, tschack, das ist dann zu. Ja. Genau, und wie gesagt, oben ist dann wieder alles identisch hier, ne, mit den lackierten Sachen und. Ne. Gut, das mal zu dem, ich entscheide mich heute einfach mal für den Klobetrotter. Einfach mal just for fun. Da will ich gleich mal gucken. Wir haben 4x2, 6x2. Also wir haben kein Low-Deck in dem Fall, aber wir haben sonst 8x4. Ne? Also Schwerlastbude, alles mit dabei, 6x4 und. Alles mit am Start hier, je nachdem, worauf ihr hier Bock habt. Gut, dann ich lasse mal 4x2 Standardhütte einfach. Ne? Dort von 420 PS bis 750. Je nachdem, was ihr hier wollt. Aktuell haben wir 500 PS. Ah ja, wenn ihr umstellt auf 750, habt ihr vorhin gleich andere Scheinwerfer drin und anderen Grill. Oh. Gut, das auch immer zu dem hier. Geworden geht es ja nicht 540, nee. Aber was ich, nur dass ihr Bescheid wisst. Getriebe auch 12 Gänge, 6 Gänge, je nachdem, was ihr hier fahren wollt. Da gibt es eine Menge mit am Start, guckt euch das an. Also wer sich da ein bisschen auskennt mit Volvo und Getriebearten, alles dabei. Interieur, das ist Exklusiv-Interieur hier, gibt es auch dann in UK. Dann haben wir das FH16-Interieur, dann haben wir hier auch wieder UK, das ist quasi das gleiche. Dann haben wir die Exklusiv, das war das eben. Dann haben wir hier nochmal das Standard-Interieur. Das ist dann hier so ein bisschen rot gehalten, das Ganze. Skins. Kommen wir zu den Skins. Das Rote sieht man auch von außen leider nicht. Ich finde ein bisschen schade. Aber nur, dass du Bescheid wisst. So, Skins haben wir hier den 20 Gedöns hier. Dann irgendwas 45 Jahre. Was ist das hier? Irgendwas Russen-Gedöns. Dann haben wir irgendwas Durok. Auch was Russisch. Dann Getega hat man ja schon öfters im Livestream besprochen. Und das man bei GTK finde ich auch ganz interessant, wenn ihr da anfangen wollt zu fahren, da darf man am Simulator, ETS2 Simulator, seine Fahrkünste beweisen, wenn man da anfängt. Also, ne? Dann haben wir hier, gerade dass man es erwähnt hat, ne? Jetzt machen wir schnell Spoiler hin hier, dass wir das haben. So, jetzt, dann passt es besser. Genau, dann Kreuz, dann auch das in Rot, das Ganze, dann Lori. Lori sagt mir jetzt gar nicht, dann hier noch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Tankstellengedöns. Dann den hier. Und Slotter. Also sind wir Sachen mit dabei, ne? Wo wir Ocean Race. Also da müsst ihr dann auch gucken, was ihr hier kaufen könnt. Ne? Aber es sind auf alle Fälle ein paar Sachen mit am Start. So, lackiert ist, glaube ich, klar. Wie schon gesagt, tröten ist klar. Spoiler haben wir schon gemacht. Rundumleuchten oder interieurlich, je nachdem, worauf ihr da Bock habt. Das ist auch klar. Ich mache mal Basic. Dann, wie schon gesagt, tröten und so. Ich werde hier wahrscheinlich Bake Accessory nutzen, dass ihr einfach mal einen Überblick habt, wenn ihr das on top nutzt, wie das dann aussieht. Ne? Aber dazu dann später mehr. Wir haben hier Ocean Race in dem Fall. Ne? Das wäre dann hier der helle Skin. Den nehme ich jetzt auch mal. Wir haben hier die Plastik lackiert, Kunststoff, Originalfarbe. Hier auch nochmal lackiert. Schwupp. Machen wir mal Check. Wobei das dann hier mit dem Skin nicht ganz passt. Ne? Also wenn ihr das hier nutzt. Ne? Auch hier mit der Exklusiv-Variante, weil das von SCS das ist das Ganze. Ne? Also lasse ich mal lieber Original Color. So. Spiegel sind dann auch hier lackiert. Mit LEDs mit dabei, die sind dann hier draußen. Das ist ja schon das, was wir kennen vom
vom Volvo DLC von Etheth. Glaube ich auch klar. Deshalb hier das ganze Gedöns mit dabei. Ne? Aber, wie schon gesagt, wenn ihr Baker nutzt, könnt ihr das machen. Dann habt ihr on top natürlich gleich die ganzen Sachen hier mit am Start. Was ich natürlich nicht schlecht finde. So, dann lackiert hier nochmal. Dann hier LED lackiert. Dann hier Kunststoff. Warte, ich mache das mal weg. Lup, dass ihr es mal seht. So sieht es aus mit den Chromstreifen. Auch hier Kunststoff. Original. Dann lackiert. Jep, machen wir nochmal weg. Sieht dann so aus. Dann lackiert und Chrom. Also da seid ihr auch wieder voll frei und könnt ihr basteln, basteln, basteln. Wobei mir diese Chromstreifen ja einfach nicht so gefallen. Ne? Aber es ist auch wieder Geschmackssache, das Ganze. Ne? Ja, das muss man halt dann sehen. Je nachdem, wie man halt möchte. So, dann hier in der Mitte auch wieder Slots zum Verbauen. Original, das Ganze in Schwarz mit Slots, ohne Slots. Truck Paint kann man ja auch machen. Also sind ganz viel auch noch Wickerung und so Zeug. Da müsst ihr dann auch schauen, was euch hier gefällt. Ne, das Ganze. Schilder haben wir hier mit am Start. Könnt ihr hier auch nochmal machen. Dementsprechend, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, ihr könnt, ihr seid hier auch wieder voll frei. Könnt ihr hier dementsprechend wieder was machen. Hier, also basteln, basteln, basteln. Ne? Macht einfach mal hier, tschack. Gut, dann in der Mitte. Auch so ein Schutz für den Scheinwerfer. Ansonsten Klassikbügel sind hier mit dabei. Könnt ihr auch wieder nutzen. Dann den Bullfinger Mega. Auch hier mit den LEDs schon verbaut oder lackiert. Die NET-Variante, Goliath und. Ne? Müsst ihr dann auch gucken. Dann hier unten haben wir natürlich Single, Single High Beam, was haben wir noch? Parking Lights, Double, Double High Beam. Die nehmen gar nicht Parking Lights, dann leuchten alle. Sieht gut aus. Dann haben wir Kunststoff. Lackiert, lackiert lang. Kunststoff, lackiert, kurz. Auch wieder lang, hier mit doppelten Ding. Aber das ist ja das von SCS dann, was man dann hat. In dem Fall mit dieser Variante ist nicht so meins. Will man einfach nicht. Ich lasse immer gerne das Originale. Warum? Weil ich dann in dem Fall hier. Richtig, hier auch nochmal ballern kann, wenn ich möchte, ne? Von Baker. Oder es gibt diesen Tuning-Slot-Mod aus dem SCS-Forum, den kann man dann hier auch gerne nutzen. Ansonsten, Schmutzlappen ist klar. Wir haben noch hier die Eckspoiler mit dabei. Da noch lackiert, original 216, mach ich mal die, die ist ein bisschen breiter, sieht gut aus. Wir haben hier noch diesen Windschutz für die Scheibe. Gut, Flaggen-DLC nutzt irgendjemand Flaggen-DLC? Wahrscheinlich kein Mensch mehr, oder? Auch kein Mensch mehr, das Zeug. Das haben wir noch alles mit dabei? Reifen, gut, das ist Wash-Schutz, einfach Schutz, Voltschutz mit dieser Kunststofflippe, nehmen wir gerne mal mit. Gut, das ist alles vom Volvo DLC, das lassen wir mal weg. Hier hinten auch nochmal mit Variante. Für die Kotflügel lasse ich aber auch weg, oder? Ja, ne? Dann haben wir hinten Original, Standard. Oh, haben wir einen Fehler, guck mal hier, Standard, da fehlen die, da fehlt die Mattdatei für die. Die Rückleuchten, deshalb nehmen wir mal Original, ne? Müssen wir fast nehmen, weil sonst sieht es ziemlich doof aus. Original, reworked, nehmen wir es mal so. Genau, und ansonsten hier, das ist ja dann auch nochmal ganz, ganz klar. So, im Interieur, meine Damen und Herren, also ihr seht, er ist noch aktuell sehr unspektakulär. Ach, mein Scheinwerfer habe ich noch nicht vergessen. Guck mal hier, also hier, so, mit Xenon hier. Wobei ich dann immer gerne auf die dunklen spekuliere. Genau, die Option, die sieht dann richtig geil aus. Die gefallen mir, ist schön dunkel. Ja, das hat was. Genau, die anderen Sachen von Baker baue ich jetzt gleich an, dass ihr mal einen Überblick habt. Ansonsten hier auch ganz normal könnt ihr hier euer Zelt reinbauen. Ich glaube, da brauche ich jetzt hier nicht groß drauf eingehen. Auf das Ganze auch hier nochmal. Blub, blub. Was haben wir da nochmal? Genau, hier habt ihr nur AUX, GPS, Menü oder das Radio. Ihr habt hier Baker Custom Tisch, ihr habt hier einen Dash, ihr habt hier einen Tisch oder dieses Holz. Hier, ne? Also je nachdem, worauf ihr da Bock habt, könnt ihr dann hier auch hinbauen. Ja, wie schon gesagt, ich bleibe einfach bei Baker, weil ihr dann hier gleich alles on top habt. Ne? Da braucht ihr nicht lange rumfriemeln, nicht lange suchen und. Wobei ich noch gern warte, dass Baker hier fürs Interieur, weil wir da schon viele Sachen mit dabei haben, hier auch irgendwann mal fürs Bett hier hinten ein bisschen was bringt. Ne? Das wäre auch ganz cool. Bin mal gespannt, ob da in der Richtung mal was rauskommt. Ne? Aber muss man da gucken. Ansonsten sieht schon mal ganz gut aus hier. Dann Lenkräder gibt es auch verschiedene. Leder, Plastik, Kunststoff, hast nicht gesehen, je nachdem, worauf man da Bock hat. Hier wird dann was. Ich setze jetzt hier mal das Navi hin, weil wir jetzt hier schon Radio gesagt haben. Und, genau, hier noch ein bisschen Klimpe. Aber das ist jetzt wurscht. Das ist ein Kabinen-DLC. Und hier vorne einfach das normale, ne, wo ihr hinbauen könnt. Genau, jetzt sind wir erstmal durch. Ich baue jetzt das ganze Zeug vom Back noch an, damit ihr nochmal einen fetten Überblick habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir fertig. Ich habe schon gesagt, ein bisschen was ein- und angebaut. Von außen jetzt einfach nur, was man gesehen hat. Also, ja, Lollis und anderes Gedöns. Hier unten ein bisschen was dran geschraubt. Aber da habt ihr ja gesehen, anhand der Slots. Und wenn ihr dann Baker Accessory nutzt, könnt ihr hier bauen wie die Verrückten. Ich habe jetzt einfach mal so
sporadisch ein bisschen was angebaut. Man muss ja nicht immer hier volle Palette. Es reicht auch, wenn man so ein bisschen was macht. So, jetzt fahren wir hier mal raus. Er macht natürlich einen soliden Eindruck, das muss man auch sagen. Also, das passt auch alles wie die Faust aufs Auge hier, der komplette Hobel. Da gibt es nichts zu meckern und macht natürlich auch eine Menge Spaß. Also für die Leute, die den Volvo FH hier lieben und mögen, wir sind mit dem Mod hier von Mondo N bzw. Eugene auf der richtigen und sicheren Seite. Also der Original von STS hat einfach nochmal komplett reworked das Ganze, was ich richtig cool finde. Und wie schon gesagt, mit Weltgas-Accessory, tja, da macht er nichts verkehrt. So, und ohne Fehler auch hier, ganz wichtig. So, 23 Uhr. Ich zeige euch jetzt hier nochmal ganz kurz, wie es aussieht. Also, ich mache das Licht an, dass ihr es mal gesehen habt. Also, bei mir würde der jetzt theoretisch so aussehen. Aber da, wie schon gesagt, seid ihr wieder voll frei. Oh Gott, hier wieder, warte mal. Fernlicht. Oh, hier so. Ja. Fernlicht. Da sind wir. Fernlicht. Sieht dann so aus, ne? Aber da seid ihr natürlich auch wieder frei. Türlicht habe ich auch noch. Habe ich, glaube ich, rot reingebaut, ne? Sieht man hier von außen gar nicht so gut, aber da gehen wir gleich mal rein, schauen wir uns gleich an. Hier von außen nochmal ganz kurz, hier die Lollis leuchten, oben das leuchtet, alles so wie es sein soll. Ne? Also das passt ja auch. Rückwärts, Bremse, Blinker, alles da, wo es hin muss. Wobei die Blinker hinten ein bisschen zu matschig sind, glaube ich, oder? Ja, sieht das selber, ne? Die Ladies. Aber gut. Gut, Interieurlicht leuchtet rot in dem Fall, habe ich ausgewählt von Belka Accessory, weil es ja mit dabei ist. So, dann gehen wir hier wieder raus. 11 Uhr, check. Und dann sind wir eigentlich soweit schon durch. So. Gut, wenn ihr dazu Fragen habt zu dem Mod, dürft ihr es natürlich immer gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier im Video oder im SCS-Forum. Da ist der Mod her. Das bitte nicht vergessen. Nirgendwo anders ziehen, sondern bitte nur dort. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Macht eine Menge, Menge Laune. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Volvo. Ne? Macht's gut. Bis bald. Adios.